Hallihallo, hier ist euer Messman LP und heute stelle ich euch ein Lee Sin Jungle Guide vor mit Boots und 3 Healpots. Boots und 3 Healpots ist die Pro Variante oder die eher Pro Variante des Lee Sin Jungles. Denn die meisten spielen ihn nämlich mit Stoffrüstung und 5 Healpots, das die Sache ziemlich einfach macht. Die Skillung bei Lee Sin mit Boots und Free Pots Jungle ist wirklich schwer. Ist eigentlich das Ausschlaggebende beim ganzen Jungle. Man braucht nicht mal einen Pull mit Lee Sin, wenn man richtig skillt. Ich skill zuerst das E hoch. Das bedeutet, er macht einen Schlag nach unten und tut jedem Tier oder Creeper in der Nähe Schaden zufügen. Kennt ihr bereits. Dann habe ich Ghost und Flash mitgenommen zum Ghost und Zerschmettern. Also Smite. Smite wegen den Creeper, damit es schnell im Jungle geht. Und Ghost wegen den Ganks. Verschwende keine Zeit. Skillung ist E, W, Q. E, E und dann einfach nur das Q hoch. Immer das E hoch, Q hoch, zwischendrin immer Ultimate. Wenn es geht. So, gleich geht's los. Leise Schritte. Und hoffen wir, dass es klappt. Dass ich nicht wieder einen zweiten Anlauf brauche. Wir tun, was wir tun müssen. So, und da ist er schon unser Vieh. Gleich mal 2 Pots einwerfen. Damit wir auch nicht sterben. Ist jetzt passiv, sollte man immer schön ausnutzen. Das heißt, ihr bekommt für 2 Schläge, wenn er eine Fähigkeit macht, danach mehr Angriffstempo. So, jetzt gehe ich mein W und laufe direkt zu den Ghosts. Das ist wichtig, dass man nicht zu den Golems läuft. Denn die Golems fügen einem relativ ziemlich viel Schaden zu. Werfe ich gleich bei den vierten Heiltrank ein. Euer W gibt dann auch noch Lifesteal, wenn ihr es doppelt klickt. Wo werde ich gebraucht? Die Skillung werde ich, seht ihr dann am Ende von Video nochmal richtig aufgeschrieben. Ganks. Mein Skill ist cool wegen der Schnelligkeit im Jungle und wegen den Ganks. Mit Lee Sin braucht man eigentlich ziemlich viel Skill, damit man im Jungle gut überleben kann. Aber auf der Solo-Lane ist es noch schwieriger. Ich wage mich gleich mal mit Level 2 in den Blue Buff ran, das eigentlich kein Problem sein sollte. Meistere dich selbst, meistere den. Mit Lee Sin braucht er nicht viel auf Energie sparen, er hat immer genug Energie da. Es wird ein wenig eng. Aber ich habe es geschafft. Jetzt habe ich ausgesehen, dass eh noch mal skillt. Das war ein kleiner Fehler, den ich jetzt auch, glaube ich, ein wenig nachher bereuen werde, denn ich bin jetzt relativ langsam im Jungle. Oder nicht so schnell, wie ich sein wollte. Aber ich denke, der Blue Buff macht dadurch einiges wett. Leise Schritte. Also das Größte wäre eigentlich beim Lee Sin Jungle gesagt. Den Champion, den ihr als nächstes als Let's Show, Guide oder andere Sachen sehen wollt, einfach in die Kommentare schreiben. Und damit verabschiede ich mich auch hier. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Und nicht vergessen, abonnieren und ein Like bedienen. So, jetzt habe ich mein Kuh gezählt. Skillung. Noch kurz zur Info. Skillung und Items, wie ihr sie kauft, was ihr kauft. Seht ihr alles nachher noch im Video? Sonst fragt einfach nach. Also, Wiederschauen.